Hallöchen! Es gibt viele Katzen in Warriorcats, die gute Dinge tun, aber welche davon kann man als Helden bezeichnen? Ist Feuerstein ein Held? Tatsächlich kann man das, was einen Helden auszeichnet, in 11 Schritten oder Schlüsselmomenten festhalten. Ich beziehe mich dabei auf ein Buch, in dem diese Schritte geschrieben stehen. Und tatsächlich folgen alle fiktiven Helden fast immer diesem einen Schema. Ein Video zu diesem Buch mit deutschen Untertiteln findet ihr in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, es jetzt oder nach diesem Video hier anzuschauen. In diesem Video hier will ich diese Schema auf Warriorcats anwenden und so herausfinden, ob Feuerstern ein echter Held ist. Beginnen wir mit dem ersten Schritt, der Aufruf zum Abenteuer. Diesen Aufruf bekommt Sammy am Anfang der ersten Staffel, als er den Drang verspürt, in den Wald gehen zu müssen. Außerdem bekommt Tüpfelblatt die Prophezeiung, dass nur Feuer allein die Clans retten kann. Es ist zwar kein direkter Aufruf an Sammy selbst, aber einer, der sich an ihn richten soll. Schritt 2. Unterstützung. Ein Held braucht auch andere, meist weisere Unterstützer, die ihm dabei helfen, das Ziel zu erreichen. Im Fall von Sammy ist es der Sternclan, der ihm den Weg zeigt, aber auch Graufote oder Blaustern stehen ihm zur Seite. Schritt 3. Der Aufbruch. Der Held verlässt sein gewohntes Leben und beginnt so sein Abenteuer. Sammy verlässt also seine Hausleute und geht in den Wald, um sich dort vielen Herausforderungen zu stellen. Und diese Herausforderungen sind dann auch der vierte Schritt. Sei es der erste Kampf mit Langschweif, die vielen Schlachten oder die anderen Konflikte, die er sich stellen muss, hier spaltet sich der Zeitstrahl ziemlich. Denn jede neue Herausforderung, die Feuerherz in ein neues Abenteuer bringt, ist im Prinzip wieder ein neuer Aufruf zum Abenteuer, bei denen man wieder mit Schritt 1 anfängt und die dazugehörigen Schritte sucht. Ab hier gibt es also wahnsinnig viele Möglichkeiten, die nächsten Schritte zu beantworten. Was man an Schritt 5, der Annäherung, auch schon gut erkennen kann. Der Held stellt sich hier seiner größten Angst oder seinem gefährlichsten Gegner. Das kann im Fall von Feuerherz der Kampf gegen Tigerkralle sein oder der Kampf gegen die Hundemeute oder auch der Kampf gegen den Blutclan sein. Alle finalen Momente eines Handlungsstranges, der die vorherigen Schritte erfüllt, würde hier passen. Schritt 6. Die Krise. Der Held ist in einem Tiefpunkt und ist geschlagen, schafft es aber irgendwie wieder auf die Beine zu kommen bzw. wird wiederbelebt. Ein gutes Beispiel hier ist vor allem der Kampf gegen den Blutclan und gegen Geißel. Zuerst die Annäherung, dass Feuerstern sich Geißel stellt, dann die Krise, dass Feuerstern den Kampf verliert und stirbt, jedoch vom Sternclan ein neues Leben erhält. Schritt 7. Der Schatz. Der Held bekommt für seinen Triumph irgendetwas. Sei es besondere Anerkennung oder einen besonderen Gegenstand. Feuerstern bekommt zum Beispiel nach dem Kampf mit Geißel besondere Anerkennung, beziehungsweise er wird nun mehr respektiert. Bleiben wir mal weiterhin bei diesem Handlungsstrang. Schritt 8 ist das Ergebnis. Eine besondere Regel für diesen Schritt gibt es nicht. In diesem Fall ist es, dass der restliche Blutclan aufgibt und sich zurückzieht. Der Feind ist also geschlagen. Feuerstern kann sich nun also wieder mit seinem Clan in sein Lager begeben und das ist dann auch der 9. Schritt, nämlich die Rückkehr. Schritt 10 ist das neue Leben. Der Held kann wieder so leben wie vorher, allerdings ist er jetzt erfahrener geworden. Im Fall von Feuerstern heißt das, dass er zwar wieder sein Anführerleben weiterführen kann, jetzt aber wegen der Schlacht erfahrener und reifer geworden ist. Schritt 11 ist die Auflösung. Der Handlungsstrang kommt zu seinem Ende und alle Handlungen, auch die nebenstehenden, sind gelöst. Feuerstern lebt nun also als Anführer des Donnerclans zusammen mit Sandsturm ein vorerst gutes Leben. Als Fazit kann man jetzt noch sagen, dass Feuerstern auf jeden Fall ein Held ist, da er diese Schritte alle teilweise sogar mehrfach erfüllt. Das war es jetzt auch erstmal mit dem ersten Video dieser Art. Ich habe allerdings noch Ideen für weitere Katzen aus Warriorcats, die man auf diese Art und Weise analysieren kann, um herauszufinden, ob sie denn wirklich Helden sind. Falls ihr also mehr davon sehen wollt, könnt ihr dies gerne in die Kommentare schreiben und ich werde dann mehr von diesen Videos machen. Bis dahin, möge der Sternclan euren Weg erleuchten.